Die Flucht der Karibik-Reihe begeistert seit 2003 Filmliebhaber. Von diesen Stars mussten sich die Fans für immer verabschieden. David Bailey spielte in Fluch der Karibik den Nebencharakter Cotton, ein treues Mitglied von Jack Sparrows Crew. Der stumme Pirat ließ seinen Papagei für sich sprechen. Bailey starb am 5. März 2021 im Alter von 83 Jahren in London. Richard Griffith kennt man nicht nur als Onkel Vernon aus Harry Potter. Der Hollywood-Star war auch in der Rolle des König George II. In Fluch der Karibik Fremde Gezeiten zu sehen. Der sympathische Schauspieler starb am 28. März 2013. Er wurde nur 65 Jahre alt. Sergio Calderón spielte in Fluch der Karibik am Ende der Welt Captain Eduardo Villanueva. Doch der Star ist vor allem für seine Rolle des José in Man in Black bekannt. Der Schauspieler starb am 31. Mai 2023 im Alter von 77 Jahren. In Fluch der Karibik 2 spielte Derek O'Connor eine sehr kleine Rolle. Der Schauspieler war auch in Lethal Weapon 2 zu sehen. Am 29. Juni 2018 starb er im Alter von 77 Jahren an einer Lungenentzündung. Trevor Goddard war im ersten Fluch der Karibik Teil als Grapple zu sehen. In einer Szene kämpft er gegen Will Turner. Goddard starb am 7. Juni 2003 mit nur 40 Jahren an einer Überdosis.